Schulz. Timo Schulz, ein Podcast-Projekt des Millanton mit dem Trainer des FC St. Pauli. Das größte Projekt, dem sich der Millanton jemals angenommen hat, findet gerade den Weg in eure Ohren. Wir haben Timo Schulz in seiner Rolle als Trainer des FC St. Pauli eine ganze Saison lang begleitet, haben Höhen und Tiefen eingefangen und Einblicke bekommen, die es anders niemals geben würde. St. Pauli verliert 4:2 in Elversberg im Auftakt des DFB-Pokals. Nach 1:0 Führung, Ausrufungszeichen, völlig verdient. Wie ist denn das dann? Liegst du nachts wach und gehst Spielszene für Spielszene durch? Und Das ist tatsächlich so. Also das, warum soll mir das anders gehen als vielen Fans, übrigens auch vielen Spielern, ja, die natürlich selbst auch mega kritisch sind und mega enttäuscht waren nach dem Spiel und auch die Tage danach und die auch dann aktiv auf einen zukommen und sagen, der und der Szene, warum habe ich das so und so gemacht, warum nicht anders oder wie hätte ich es besser lösen können. Also was das angeht, glaube ich, haben wir vielleicht sogar eine Mannschaft, die zu kritisch ist. Da würde ich mir ein bisschen mehr Max Kruse wünschen, der so diese Scheißegal-Mentalität hat, weil dann hakst du, glaube ich, auch auf dem Platz diese Fehler schneller ab. Weil eins ist klar, uns werden auch in den nächsten Spielen Fehler passieren, wir werden auch in den nächsten Spielen Rückschläge haben. Aber es kann nicht sein, dass uns dann irgendwie ein, zwei schlechte Situationen komplett aus der Bahn werfen. Irgendwie. Ich hatte so das Gefühl, nach einer Viertelstunde bis zur Halbzeit, dass wir gar nicht mehr weder defensiv noch offensiv unseren Plan durchgezogen haben. Und das ist so das, was mich am meisten beschäftigt hat. Durch die Niederlage gegen den KSC stürzte der FC St. Pauli nach solidem Saisonstart plötzlich auf einen Abstiegsplatz. Guck dir mal mit Sinn und Verstand ein Sandhausen-Spiel an. Guck dir mal nur die erste Viertelstunde gegen Karlsruhe an. Tim, glaub mir, das war noch bodenloser als das, was wir gegen Karlsruhe gemacht haben. Aber immer von wegen Sandhausen ruft das immer ab. Ey, die spielen die letzte Scheiße zusammen. Die haben gegen uns glücklich gewonnen, haben dann nochmal gegen Darmstadt, wo die, glaube ich, 8:30 Torschüsse hatten, haben sie auch irgendwie gewonnen wegen den blöden Standards. Du hast es schon gut gesagt, auch jetzt Karlsruhe. Die haben 5 Spieler über 1,90 im Kader. Murmeln da hinten alles weg, kommen bei den Standards nach vorne und zwischendrin bolzen sie jeden Ball auf Hochhorn. Das funktioniert, ja, das funktioniert. Also was ich unterschätzt habe, das sage ich ganz klar, ist am Anfang die Physis. Also die Jungs waren komplett nicht fit, bis auf die Neuzugänge. Das gibt einem natürlich auch schon zu denken, wie das sein kann. Und was ich noch mehr unterschätzt habe, ist die Zusammensetzung des Kaders, vor allem was die Mentalität angeht. Nicht wenige von uns dürften in diesem Moment ziemlich verzweifelt gewesen sein. Hört das denn nie auf? Doch den Schlusspunkt setzten wir dann in der 92. Minute. Zweite Reihe, 40 Meter bis zum Tor, Dittgen, ganz links raus, Paccarada kommt in den 16er rein, aber im kürzeren Weg hat es Fumasi, dann kommt trotzdem die Flanke und Tor, 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 Igor Matanovic, Tor, Goal, Goal, mit der langen Sohle. Da muss man sich dann, glaube ich, das verdeutlicht das auch mal wieder als Trainer nicht zu wichtig nehmen. Also bin ich jetzt ein besserer Trainer mit den 8 Punkten aus 4 Spielen, weil Guido wieder fit ist? Also das ist halt ein Faktor. Natürlich, wir können Guido nicht ersetzen. Das wäre aber auch schlimm, wenn nicht. Die anderen sind 20, 22, er ist 31 in der Champions League gespielt. Ich würde mal die These aufstellen, dass das in vielen Vereinen oder in vielen Situationen für Trainer selbst, wenn das sportlich auch überhaupt nicht rund läuft, schon so ein Wechsel auf der Torwartposition echt die allerletzte Patrone ist. Hast du das auch so empfunden? Jein. Witzigerweise habe ich genau das Gleiche zu Matze Hain damals auch gesagt. Boah, das sieht nach außen aber schon wie die letzte Patrone aus. Ne? Obwohl es das in dem Moment eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht überhaupt für mich so war, sondern ich habe einfach eine sportliche Entscheidung getroffen und das eben in der Konsequenz, die vielleicht vorher nicht so da gewesen ist bei anderen Trainern oder in anderen Settings. Also, aber ich kann nicht irgendwo, wenn ich weiterhin fair rüberkommen will als Trainer, kann ich nicht sagen, wir haben jetzt eine Konkurrenzsituation, aber die zählt überall nur nicht auf der Torwartposition.
funktioniert ja auch nicht. Also mir war schon klar, was das nach außen hin für ein Zeichen ist. Das haben wir aber auch ganz bewusst gewählt, weil wir eben von dem Schritt überzeugt waren. Und von daher muss man als Trainer sich dann irgendwann dafür entscheiden, was will ich denn jetzt? Will ich das so durchziehen, wie ich das für richtig halte? Oder schaue ich lieber, wie ich nach außen dastehe und wie ich vielleicht intern am wenigsten anecke, um dann vielleicht irgendwie sich im Nachhinein Vorwürfe zu machen? Von daher gab es da für mich keine Alternative.